Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Ist noch echt früh, ihr könnt's hören. Die Glocken der Kirche. Da findet gleich ein Raid statt. Perfekt. Die Glocken läuten den Raid ein. Heute zwei freie Raids, wenn's geht. Ich hab gestern keinen gemacht, keine Zeit dafür gehabt. Aber ich hab gehört, es soll trotzdem gehen, dass man, wenn ich jetzt den Raid Pass von gestern aufbrauche, ich heute noch einen bekomme. Sollte eigentlich sein, aber das werden wir gleich sehen. Und ich werde mit meinem zweiten Account den Vierer Raid versuchen, ein Galaxo. Der ist jetzt Level 11 oder 12 oder so. So, Pokémon auswählen. Wir sind noch zu fünf. Mit meinem zweiten 6, aber der zählt nicht. Der muss nur ausweichen. Je mehr, desto besser eigentlich, weil dann steckt er weniger ein. So weiß ich echt nicht, ob er es überlebt. Geschafft mit dem Kleinen. So, Galaxo auf dem Main-Account abgehauen. Der hat echt komische Faxen gemacht. Fabelhaft geworfen, trotzdem direkt raus. So, Fragezeichen bei dem. Spiegel könnt ihr nicht sehen. Goldene Himbeerburger, weil Ananas habe ich noch nicht. Dreimal Fragezeichen. So, schauen wir mal. Erstes Galaxo
ist auf dem Account hier. Hoffentlich. Okay. Ey, der Regen ist auch so nervig. So, schauen wir mal. Auch hier macht er Faxen. Trotz goldener Himmelberger. Und okay, der Bildschirm ist richtig nass. Schauen wir mal. Okay, der hat ihn. So, das war der erste Raid, ein Galaxo. Mit ein paar Leuten aus der Umgebung, aus meiner Gruppe hier. Zum Glück, das war recht früh. Zum Glück waren schon ein paar wach. Auch das erste Mal, dass ich mit zwei Accounts gleichzeitig gespielt habe, mit dem einen, also mit dem kleinen Hong Junior, bin ich nur ausgewichen. Der hat nur 5 Bälle bekommen, hat trotzdem gereicht. Bei dem anderen, der hat ends viele Bälle bekommen, 10 oder so, 11. Aber bei dem hat es nicht gereicht. Galaxo echt stur. Hab sogar Excellent ein paar Mal geworfen, ist trotzdem ausgebrochen. Vielleicht sollte ich echt aufhören, gelbe Berge zu werfen, aber das überlegen wir uns nochmal. Ansonsten, der zweite Raid heute. Heute geht es ja darum, dass man 2 Raids am Tag machen kann. Leider voll verplant. Ich habe an einem Pokestop gedreht, also nicht an einem Pokestop, an einer Arena. Und habe den zweiten Pass für heute bekommen. Beziehungsweise den ersten. Voll verplant und gar nicht aufgenommen. Und ich habe ja den Pass von gestern. Den habe ich erst heute aufgebraucht. Und man bekommt ja jeden Tag einen freien Raid-Pass. Sprich, obwohl ich heute schon einen hatte und den auch verbraucht habe, kriege ich ja immer noch den von heute umsonst. Sprich, an einem Tag kann man 2 Raids maximal machen, also 2 freie Raids. Ist ganz gut, vor allem wenn man mal keine Zeit hat, kann man sich den aufheben für den nächsten Tag und dann kann man am nächsten Tag 2 machen. Und genauso habe ich es gemacht. Zweiter Raid heute, ein Machomai, Level 3 Raid. Und jetzt ärgere ich mich, ich habe das nicht aufgenommen, weil ich habe versucht, den alleine zu machen. Also die Gruppe hat sich dort getroffen. Ich bin auch gekommen, habe gesagt, ich komme auch. Da habe ich die Gruppe gefragt, ob die auf mich warten und ich den alleine erstmal versuchen kann. Und höchstwahrscheinlich dachte ich mir, schaffe ich den nicht. Dann können wir zusammen als Gruppe das machen. Und deswegen habe ich es auch nicht aufgenommen, weil ich dachte, ich schaffe den nicht. Und also ausgehend davon, wie ich das gerade erzähle, könnt ihr schon schlussfolgern, dass ich es geschafft habe beim ersten Versuch. Ich dachte mir, okay, test mir das mal, schau mir mal, wie viel ich abzocke, damit ich weiß, welche Pokémon ich pushen muss und so. Also ich dachte mir echt, ich muss das perfekte Team haben und jetzt noch ein paar Simsalas hochziehen und ein Psyana Max pushen. Deswegen ist der momentan auch bei der Umfrage mit dabei und der führt sogar. Link zur Abstimmung ist nochmal unten, falls ihr nochmal abstimmen wollt. Momentan führt echt krass Psyana. Dachte mir, okay, muss noch ein krasses Team aufbauen. Und jetzt teste ich das nur mal, damit ich sehe, wie knapp das wird. Und überraschenderweise, ich hätte echt nicht damit gerechnet, habe ich ihn geschafft. Ich blende hier wahrscheinlich schon die ganze Zeit ein bisschen vom Kampf ein. Hab mein Simsalar natürlich benutzt, das neue, gemaxte 100% mit den 2 Psychoattacken, ein Psyana und dann der Rest war halt, meine Top 4 Pokémon oder zumindest sehr, sehr starke, einfach die stärksten, Dragoran und Despotar und sowas. Und überraschenderweise echt, es hat geklappt beim ersten Versuch. Es war richtig krass. Ich habe es bei 0 Sekunden, also bei der letzten Sekunde geschafft. Also es sah ganz gut aus. Ich hatte sogar noch 2 Pokémon übrig, Despotar, was dann fast tot war. Und dann am Ende noch ein Psyana. Also an den Pokémon hat es sich gescheitert. Es scheitert echt immer nur an der Zeit. Dementsprechend nie ausweichen. Man muss echt nicht ausweichen, sondern einfach nur draufhauen. Und am Anfang sah es schlecht aus. Die Leute haben nicht an mich geglaubt, aber ich habe immer weitergemacht. Und dann am Ende, ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen, sah es echt gut aus. Und jeder hat so gesagt, ja, den schaffst du jetzt locker, das war's. Aber irgendwie ging das am Ende nur noch sehr, sehr wenig runter. Nur noch ernst langsam. Und die Sekunden gehen runter und runter. Und auf einmal waren es nur noch ein paar Sekunden. Und ich greife an und es zockt so fast gar nichts ab. Und das, also am Ende war es echt leidend. Ich schreie so, stirb endlich, stirb. Also echt schade, dass ich es nicht aufgenommen habe. Aber ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass ich es beim ersten Mal schaffe. Solo Raid, mach mal. Dann schauen wir mal, wen wir als nächstes machen werden. Aber ich habe auch gehört, Machomai soll einer der leichteren sein, also ich hoffe, die anderen sind eine größere Herausforderung. Aber das war's, nochmal ganz kurz zusammengefasst, 2 Raids heute gemacht, ein Galaxo nicht gefangen, war echt zickig, mit dem zweiten Account gefangen, der ist erst Level 11 oder 12 gewesen, aber das Galaxo auf dem Account war Level 20, was echt krass ist. Werd versuchen, mit dem Account jetzt die nächsten paar Tage noch ein paar 4er Raids zu machen und der wird halt einfach nur mit eingeloggt, kämpft gar nicht, weicht immer nur aus.
Obwohl, jetzt habe ich das Gelachso, jetzt könnte er eigentlich mitkämpfen. Ein bisschen zumindest. Und den zweiten Raid heute auch gemacht. Das heißt, man kann maximal 2 freie Raids machen. Der Pass von gestern verfällt nicht. Man kriegt trotzdem den neuen am nächsten Tag. Und Machomai alleine geschafft. Echt krass. Letzte Sekunde hätte ich echt nicht erwartet. Mal schauen, wen ich als nächstes machen werde. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon 2 Raids an einem Tag gemacht habt. 2 freie Raids meine ich natürlich. Und ob ihr schon irgendwelche Level 3er Solo gemacht habt. Wenn ja, wer glaubt ihr ist der Schwächste und wen sollte ich als nächstes machen? Ich will natürlich immer so raufgehen, also erstmal die Schwächsten und dann immer so höher, bis ich zum Endgegner komme. Was glaube ich Aquana sein wird, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt rein, falls ihr Erfahrung damit habt, falls ihr Tipps und Tricks habt für mich oder Vorschläge, wen ich als nächstes bekämpfen soll. Und ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon und Serious Business.